Gabriele, du bist selbstständige Beraterin für das Thema Wissensmanagement. Was Knowledge Camps oder Barcamps angeht, bist du Wiederholungstäterin, hast schon jede Menge Barcamps mitgemacht. Auf dem diesjährigen Knowledge Camp, was vom 26.06. bis zum 27.06. stattfindet, hast du eine Session angeboten, unter anderem zum Thema Knowledge Scorecard in Bezug auf die DIN ISO 9001. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, also ich denke, dass die neue DIN ISO 9001, die ja im September veröffentlicht werden soll, für uns als Wissensmanager ganz spannend sein wird, weil sie ja zum ersten Mal das Thema Umgang mit Wissen der Organisation, so nennt die DIN das, thematisiert. Das heißt, Unternehmen, die zertifiziert sind oder die sich nach der 9001 zertifizieren wollen, müssen sich mit dem Thema Wissensmanagement auseinandersetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ja schon, ich würde sagen, fast immer im Wissensmanagement dieses leidige Thema haben des Controllings. Also wie können wir nachvollziehbar nachweisen, dass das, was wir da tun, tatsächlich einen Nutzen für die Unternehmung auch bringt? Und ich denke, man kann diese beiden Themen ganz gut verknüpfen. Zum einen natürlich vor dem Hintergrund, wir wissen jetzt noch nicht, was Auditoren in Sachen ISO-Zertifizierung tatsächlich sehen wollen, was das Wissensmanagement angeht. Aber ich vermute mal, da Auditoren und gerade auch die DIN ISO 9001 natürlich das Thema Wirkungskontrolle groß schreibt, da auch das Thema Indikatoren groß schreibt, dass das Thema Wissensmanagement dort nicht außen vor bleiben wird. Das heißt, ein Ansatz, der ein indikatorenbasiertes Controlling verknüpft mit dem Wissensmanagement, ist, denke ich, etwas, womit man den Auditoren, ich sag's mal so, eine Freude machen kann und sehr gut zeigen kann, dass man eben die Anforderungen der Norm erfüllt. Plus natürlich, das ist nur der Nebeneffekt. Es geht ja vorrangig nicht um die Zertifizierung, sondern es geht natürlich darum, ein wirkungsvolles Wissensmanagement zu implementieren. Plus natürlich, dass ich mir selbst, meinem Management ein Handwerkszeug, an die Hand gebe, die Wirkung meines Wissensmanagements zu prüfen. Und da ist in einem ganz konkreten Kundenprojekt bei mir die Idee entstanden, eine sogenannte Knowledge Scorecard zu entwickeln, die direkt Bezug nimmt auf die Forderungen der neuen DIN ISO 9001. Das heißt, Unternehmen, die vielleicht sowieso schon mit der Balance Scorecard vertraut sind, nutzen im Prinzip dieses Konzept, um ein, wie sage ich, ein Controlling-Instrument für ihr Wissensmanagement zu entwickeln. Das heißt, wie bei der Balance Scorecard auch, habe ich Dimensionen, in denen ich Ziele definiere, Maßnahmen definiere und dann die Wirkung dieser Maßnahme auch über Indikatoren messe. Und diese Dimensionen orientieren sich jetzt eben an den Forderungen der neuen DIN ISO. Also anstatt der üblichen Dimensionen Finanzen, Kunden, Lernen und entwickeln Prozesse, gibt es vier Dimensionen. Ein Wissensmanagement oder Wissen nachhaltig bewirtschaften als Grundanforderung, dann die Anforderung Wissen zu erlangen, Wissen zu vermitteln und das dritte Wissen aufrechterhalten. Und diese drei kommen direkt aus der ISO. Das heißt, wenn ich meine Wissensmanagementmaßnahme nun in dieser Scorecard diesen Dimensionen zuordne, hinterlege, welches Ziel mit der Maßnahme erreicht werden soll und hinterlege, wie ich die Wirkung dieser Maßnahme de facto messen möchte, kann ich das Ganze sehr einfach auf die Anforderungen der ISO mappen und kann ich eben Wissensmanagement auf der einen und Qualitätsmanagement auf der anderen Seite wunderbar integrieren. Das ist die Idee dahinter, die ich beim Knowledge Camp einfach mal vorstelle. Das ist jetzt noch recht neu, ist auch erst im Piloten bei dem Unternehmen, wo das Ganze entwickelt wurde. Das heißt, mir geht es jetzt beim Knowledge Camp einfach darum, mal von der Community zu hören, ob das logisch klingt, ob das nachvollziehbar ist, wo die Risiken gesehen werden, wo vielleicht noch Ideen sind, das Ganze weiterzuentwickeln und zu verbessern. Okay, prima. Also ich kann mir vorstellen, dass das Thema viele interessiert. Na, gerade die DIN ISO ist ja halt jetzt im Thema, aber im Bereich Wissensmanagement ganz oben auf der Liste. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann
im Rahmen des Knowledge Camps dann halt wiedersehen. Erstmal vielen Dank für deine Einleitung und ich würde sagen, bis zum Camp. Super, das ging ja schnell. Ja, ich freue mich auch auf das Barcamp und ich freue mich auf die Session. Danke, Oliver. Bis dann. Tschüss. Tschüss.